seit einer Ewigkeit wieder Motovlog. Nein, Leute, ich bin nicht tot. Nein, Leute, ich habe kein Coronavirus und liege im Sterben. Mir geht's gut. Es kam lange nichts von mir. Die Leute, die mich so ein bisschen auf Instagram oder irgendwas anderem verfolgen, beziehungsweise in meinen ab und zu Livestreams, die ich gemacht habe, auf twitch.tv, hab ich die jetzt gemacht immer. Die wissen, dass ich halt irgendwie so ein bisschen, die letzte Season bin ich so fast nur über Land und so rumgefahren und nur für mich und nicht aufgenommen. Das Aufnehmen kam ein bisschen zu kurz letztes Jahr und das möchte ich dieses Jahr ändern. Guck mal, der kleine Filterboy filtert natürlich direkt am Anfang der Season hier. So ist richtig. Ja, moin, du kleiner Filter. Mensch. Das macht so einen Spaß. Meine Maschine, die ist gut angesprungen, muss ich sagen. Also 1 plus mit Sternchen für die Standzeit. Ist eine Italiener Maschine. Da ist sie besser angesprungen als meine R1. Das muss man auch erstmal schaffen. Jetzt was gibt's Neues? Eigentlich so richtig viel Neues gibt's nicht. Das macht so Spaß. So schönes Gefühl. Also viel Neues gibt's nicht. Selber Typ, selbes Motorrad, selbe langweilige Videos. An all die Leute, die jetzt das Video sehen und auf einmal denken, den Typen, den habe ich noch abonniert. Wie lange hat er denn kein Video gemacht? Ja, ich glaube, letzte Video kam im Oktober oder so, wenn es mich nicht alles täuscht. Ein paar Tage her schon. Moinsen. Aber diese Saison, diese Season, habe ich mir vorgenommen, wieder deutlich mehr zu machen. Ich bin jetzt mit meiner Ausbildung fertig. Das heißt, es kann gestartet werden. Was wollte ich noch sagen? Ich fahre jetzt gerade zu meinem Bruder. Da werde ich jetzt gerade mit ihm zusammen Ölwechsel machen bei seiner und bei meiner Maschine. Ich werde seine Maschine gleich auch warm fahren. Das bedeutet, es gibt ein kleines Video dann noch zusätzlich für euch, wo ich die Maschine von meinem Bruder fahre. Kleiner Teaser, der hat eine Dose Duro 57. Aber er hat die nicht als, also ich habe die als Factory und er hat die nicht als Factory. Also will ich mal gucken, ob man da so einen direkten Unterschied beim Fahren merkt oder ob der einfach identisch gleich fährt. Und die hat kein ABS, meine hat ABS. Ja, mal gucken, wie sich das so, ob sich da irgendwas anders anfühlt bei der Maschine. Ja, auf jeden Fall werde ich in den Spiegeln mehr sehen bei ihm, weil er hat die Spiegel hier so. So nach oben gehend und ich habe meine seitlich hier so ganz sneaky beaky versteckt. Ja, ich finde die so, sehen die Spiegel, das sieht einfach pornös aus, oder? 10 von 10 müsst ihr schon sagen. Also ich hoffe, an die Leute, die jetzt das Video noch sehen, werden wahrscheinlich, weil ich so viel inaktive Zeit habe und so, ich müsste den eigentlich überholen, aber eigentlich ist das illegal bei durchgezogener Linie. Aber eigentlich fährt der nur 81. Okay. Also an all die Leute, die jetzt mich noch wiedererkennen, freut mich. An all die Leute, die jetzt sich denken, nee, auf den habe ich keinen Bock mehr, abonniert mich gerne. Ich habe zwar 40.000 Abonnenten auf YouTube, aber davon sind nicht annähernd viele aktiv und so. Eigentlich würde ich mich sogar darüber freuen, wenn die Leute, die meine Videos nicht mehr gucken, mich deabonnieren. Auch wenn das heißt, ich habe nur noch 10.000 Abonnenten oder 5.000 Abonnenten. Das würde mich eigentlich würde mich das sogar freuen, weil das ist dann so ein kleiner Neuanfang. 2020 wird der Yamaha Season Neuanfang, also könnte ich auf einiges gefasst machen. Ich habe richtig, richtig Bock. Dieses Motorrad ist so ein Lautstärkenkracher. Das kommt in den Videos nie so rüber. Das ist schade. Die hört sich so schön an. Das tut mir so leid, Leute. Das tut mir so leid, dass ihr das nicht so gut hört wie ich das höre. Die R1 wirkte in den Videos viel lauter, muss man sagen. Aber die hat viel, viel mehr Bass. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Ein Wufel mit Halskrause. Der Arme.
kann sich nicht mehr an die Eier lecken. Armer Wuffel. Also, das Wetter ist ja mal mega Porno. Ist jetzt der 15. März, Sonntag. Und guckt euch einfach das Wetter an. Es sind 13 Grad oder so. Ich habe hier meinen Pulli drüber, über die Lederkombi. Voll angenehm. Meine Sommerhandschuhe habe ich sogar. Meine Hände sind nicht kalt. Oh, und da kommt ein schöner Porsche. Also, ich muss ehrlich sagen, das Wetter ist gerade optimal so. Wenn es noch so 4-5 Grad wärmer wäre, dass man dann ohne Pulli nur mit Leder kommt oder nur mit Pulli drüber und nicht, also so, ich habe jetzt noch so ein Halstuch, so ein Schal als Halstuch um und so. So ein bisschen warm ist mir schon. Also kalt ist mir nicht und richtig warm ist mir auch nicht. Das finde ich eigentlich ganz nice. Also das war ein kleines Ankündigungsvideo. Die Season 2020 hat wieder gestartet. An dieser Stelle sage ich zu euch allen, die bereits Motorradführerschein haben und Motorrad fahren, ride safe. Lasst euch nicht von den Autofahrern totfahren. Die haben euch noch nicht so ganz auf dem Schirm. Das ist ja Anfang der Saison immer so. Passt also auf euch auf. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf zukünftige Motovlogs wieder freuen. Und das in regelmäßiger Basis. Oh, ich habe den Rollerfahrer gegrüßt und der hat mich auch gegrüßt. Ah! Aber wenigstens hat er zurückgegrüßt. Das war nicht so einseitig. Naja. Ich wünsche euch viel Spaß mit den zukünftigen Motovlogs. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Saison gehabt. Und an die noch nicht Motorrad fahren, ich hoffe, ich kann euch mit meinen Videos versuchen, wieder so ein bisschen zu unterhalten. Alter, noch langsamer kannst du nicht im Kreisverkehr rumeiern, oder? Ja, deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Oh, der ist so... Ah! Bam, 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 bam. Warte, noch einmal so. Oh. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und boom, bis zum nächsten Monolog, Leute. Tschüsseli. Ich weiß, ich bin wieder ein bisschen aufgedreht, aber das muss ja so sein, ne? Ich habe richtig wieder Bock, so aufgedrehte Videos zu machen.